Zum Traberhof bin ich so gekommen, indem ich dort nur als Gast einige Stunden bzw. Tage verleben wollte, indem man mir das Haus, das heißt die Wohnräume des Herrn Harvard, Besitzer des Traberhofes, ja unentgeltlich hier zur Verfügung gestellt. Als ich aber einige Tage dort war, sammelten sich schon Kranke dort an und ich daraufhin sofort eine Pressekonferenz einberufen, da ich es für unmöglich gehalten, dass sich hier selbst Kranke ansammeln konnten, da ja über vieles noch zu reden und vieles überhaupt noch zu regeln wäre, bis das, wie wenn ich sagen konnte, jetzt ist es eine Heilstätte oder aber jetzt besteht die Möglichkeit, dass ich Kranke hier annehmen kann. Vorerst habe ich die Presse zu der Zeit gebeten, indem man mir die Kranken vom Leibe halten sollte und den Kranken in den Zeitungen zu berichten, dass sie nicht früher kommen sollten, bis es soweit sei, dass eine Heilstätte aus diesem geworden oder aber, dass ich in überhaupt eine Heilstätte erstmal schaffe, wo ich die Menschen in einem in geordnete Verhältnisse empfangen kann. Da dieses aber überhand genommen und die Presse nur eines gewusst, dass sie aus diesem hier ein Geschäft schlagen kann durch ihre Sensation, wie sie sie überhaupt verbreiteten, dass es überhaupt bekannt geworden, dass ich dort auf dem Traberhof ansässig geworden bin, so dass die Kranken sich von diesem nicht mehr abhalten ließen und sie dort den Traberhof aufgesucht. Und so ist es dann nach meiner Bezeichnung zu einem Rummel gekommen, den ich ja auch selbst benannte, wo ich sagte, dieses sei ein Traberhof-Rummel geworden. Und das sind Zustände, wie ich sie nicht haben wollte. Aber trotz alledem, wo die Menschen sich dort eingefunden, konnte ich sie nicht abschieben und ich war gezwungen, den Menschen das zu geben, wonach er gekommen ist. Ich selbst konnte mich am Traberhof nicht binden, denn ich war ja von vornherein noch nicht entschlossen, dort meine Heiltätigkeit so auszuüben, wie ich sie hier auszuüben gezwungen war. Und daher, weil ich noch viel andere Wege hier zu beschreiten, konnte ich ja auch nicht am Traberhof bleiben. Während meiner Abwesenheit ist dieses alles, wie sie das bis jetzt geschildert, ja so zustande gekommen. Das ist das, was mir bis heute noch bis in die Seele leid tut, dass die Menschen dort Tage und Nächte warten mussten und jede Witterung ausgesetzt waren. Hätte man mir aber die Zeit gelassen und meinen Rat, mein Bitten befolgt, so wäre dieses alles niemals zustande gekommen. Dieses alles hätte nicht sein brauchen. Wenn alles in geregelte Verhältnisse gelaufen wäre, dann hätte viel anderes, viel Böses überhaupt vermieden werden können. Denn das ist schon so, dass tatsächlich in allem Jahr erstmal die Vorregelung dafür getroffen werden muss, dass wie wenn, so wie es hier doch der Fall gewesen, dass Menschen sich angesammelt bis zu 30.000 und diese Menschen eben nun abzufertigen in ungeregelte Verhältnisse war für mich zwar hier kein leichtes, obwohl ich in der Zwischenzeit, das heißt die meiste Zeit ja nicht auf dem Traberhof gewesen bin, da ich ja anderweitig so viel zu tun, um tatsächlich den Weg von mir zu den Kranken frei zu bekommen. Aber dieses hat man dann, das heißt von ärztlicher Seite auszunutzen gewusst und glaubte, von sich aus behaupten zu können, das wäre ein Rummel. Ich habe diesen Rummel nie gewollt, ich brauche mich auch deswegen nicht zu entschuldigen. Aber dass man hier eingehackt, indem man nachher sagt, ja, so ein Rummel darf nicht nochmal aufgezogen werden. Aufgezogen ist der Rummel nicht von meiner Seite, sondern von Seiten meiner Gegner.